Wir begrüßen Sie zum heutigen Interview. Heute ist Thomas Sinfeli. Ich bin mal gespannt, was wir für ein Spiel sind. Für die Zuschauer und natürlich auch für uns. Wir haben es schön. Heute geht es für die Türkei gegen Russland. Die Stimmung bei so einer WM ist einfach friedlich, immer fröhlich. Das ist ein Fußballfest und man sieht immer wieder, wie sehr der Fußball die ganze Welt vereint. Es ist ein Riesenerlebnis. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. So geht Russland heute dieses Spiel an. Schauen wir auf ihre taktische Ausrichtung heute. Sie spielen im 4-3-3 mit falscher 9. Spricht einiges dafür, dass sie es hier wirklich spielerisch versuchen wollen. Schirkov. Russland macht Druck. Da trennt er ihn vom Ball. Mali. Mehmet Topal. Und den Ball hat er sich geholt. Kokorin. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Kokorin. So, geht er gleich gut los hier. Frühes Tor. Das wird interessant hier. Den Ball dreht er klasse rein. Schönes Tor. Was für eine Flugkurve mit ganz viel Effekt gespielt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Mali. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Mali. Klasse Zuspiel. Hereingabe jetzt. Die Flanke bleibt hängen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da wäre Platz für den Konter. Schuss! Macht das ganz sicher. Ecke Russland. Jetzt die Ecke. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Jetzt gibt's Abstoß. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt's ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Das könnte die Chance werden. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Jetzt schießt er. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Schirkov. Ball kommt rein. Gibt's jetzt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Gucken wir nochmal drauf. Hier ist der Kopfballtreffer. Er ist gut hochgestiegen und trifft den Ball natürlich perfekt. Hier nochmal dieser Treffer. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Özyakup. Und das ist der Ballverlust. Angriff der russischen Mannschaft. Da kommt die Hereingabe.
Deck. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Die Russen jetzt mit der Ecke. Ja, ganz sicher. Den Ball hat der Keeper. Topal. Smolov. Kokorin. Russland macht Druck. Alexander Golovin. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Er schießt. Und er ist nicht drin. Das war ein knappes Ding. Zagoyev. Wird das seine Torchance? Er gibt abseits. Özyakup. Super dazwischen gegangen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das könnte gefährlich werden. Ballverlust. Da haben sie gut gearbeitet. Ball ist draußen. Çalhanoğlu. Kaan Ayhan. Mehmet Topal. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt die Flanke. Kokorin. Mali. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt ist Platz für den Konter. Alexander Golovin. Der Konter ist gestoppt. Da steht er gut. Özyakup. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Zagoyev. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Er entscheidet auf Freistoß. Zagoyev. Jetzt könnte er flanken. Da kommt die Flanke. Der Pass, stark gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob er den so machen wollte, aber ist ja auch egal. Tor ist Tor. Und das Tor macht er mit richtig viel Gefühl. Da ging es um Präzision und nicht um Kraft. Und drin das Ding. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurecht feiern. Das sah sehr einstudiert aus. Buschi. Sieht so aus, Wolf. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein. Und dann ein toller Abschluss. Nach Durchgang 1 steht es hier 2:1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45... Und jetzt geht's hier weiter. Das könnte eine Gelegenheit werden. Hereingabe jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Kaldirim. Er ist da und kann den Ball hier klären. Çalhanoğlu. Cenk Tosun. Jetzt müssen sie aufpassen. Gute Grätsche, er hat den Ball. Zagoyev. Alexander Golovin.
Mali. Das könnte die Chance werden. Da geht er gut dazwischen. Fängt diesen Ball ab. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Samedov. Zagoyev. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Es bleibt erstmal weiter gefährlich. Können sie sich befreien? Zagoyev. Kokorin. Mali. Er spielte zurück. Guter Doppelpass. Wird's jetzt gefährlich? Lushakov. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Zagoyev. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt könnte es gefährlich werden. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Da kommt der Schuss. Kein Tor in dieser Szene. Das war die große Gelegenheit für einen weiteren Treffer. Und das hätte natürlich noch mehr Selbstvertrauen gegeben, wenn du hier mit zwei Toren vorne liegst. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Mali. Jetzt ist die Kugel weg. Alexander Golovin. Özyakup. Cenk Tosun. Mehmet Topal. Das könnte gefährlich werden. Sehr guter Einsatz. Çalhanoğlu. Jetzt könnte der Pass kommen. Özyakup. Und klasse durchgesetzt. Alexander Golovin. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Absolut verdienter Treffer, oder Buschi? Ja, definitiv. Sie tun einfach mehr fürs Spiel, erarbeiten sich die Chance und dann muss ja irgendwann das Tor fallen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Es wird eine Auswechslung geben. 3-1 heißt es also jetzt. Kaan Ayhan. Özyakup. Topal. Wird das seine Torchance? Da kann er ihn stoppen. Alexander Golovin. Ball ist weg, aber geht da noch was? Çalhanoğlu. Mali. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Super dazwischen gegangen. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Das ist ein Foul. Freistoß. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Er
Er stand gut und pfeift Freistoß wegen Handspiel. Mario Fernandes. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt hat er den Ball. Einwurf und das könnte gefährlich werden. Zagojev. Könnte jetzt was werden. Jetzt vielleicht. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Jetzt kommt die Ecke. Den wird er ab, knapp über die Latte. Vielleicht klappt es jetzt, es gibt eine weitere Ecke. Da kommt die Ecke. Den Ball kann er klären. Mehmet Topal. Gute Aktion jetzt. Schussversuch. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Angriff der russischen Mannschaft. Da ist die Flanke. Reingabe kommt zu lang. Schade. Ganz einfach an den Ball gekommen. Der Schlusspfiff, das war's. Ein Sieg im Freundschaft.